dann kombinieren wir das Ding mit einem Flug, mit einem Flughafen und schon haben wir halt dann die übelste Stationsreichweite. Schicken wir mal einen Airbus los. Von den British Airways. So, von Warp fliegt der nach. Wo haben wir alles? Flughäfen. Hier hinten ist keiner. Lohnt sich das hier für den Flughafen? Ist ja noch genug voll? Ja, bei dem lohnt sich das. Zack. Wo wäre noch ein Flughafen? Dort unten. Da wäre einer. Man kann ja mal einen Boeing nehmen. Achso, Pikachu Livery hatten wir ja schon mal. Gut, da drunter muss er nicht hinfliegen, da haben wir ja bald eine Zuganbindung. Aber hier hin kann er ja nochmal und dann. Ja, mal gucken, ob es noch mehr Flughäfen gibt. Erstmal nur die zwei. Dann hätten wir in der Aufnahme auch mal Flugzeuge gebaut. Da gibt es noch irgendwo einen. Na gut, da könnte man auch nur eine Zugverbindung dann rüber bauen. Ach nee, man könnte da auch nach Burgdorf fliegen vielleicht mit einer kleinen Maschine. Mit irgendwas Kleinem. Boeing 737. People Express. Ja, sieht interessant aus. Ab nach Burgdorf. Oh, sind wieder so Flugzeuge so ewig alt und die raffen das nicht, dass die in die Wartung sollen. So, und hier platschen wir dann den Flughafen ran und schon haben wir halt hier einen Bahnhof. Und schon haben wir halt hier übelste, Kapazität hier. Wir machen das hier auch mal klassisch, damit das ein Bild gibt. Anzahl der Gleise, Bahnsteiglänge 6. Ich glaube, ein drittes Mal die Intro-Musik schaffen wir nicht. Aber das muss es ja eigentlich auch nicht. Aber es wäre schön, wenn hier noch Züge den Betrieb aufnehmen auf der Strecke. Ich denke, das müsste noch zu schaffen sein. Festplatte sagt 300 GB noch voll, frei. Das ist hier eine Batteriefabrik.
So, hier muss ich dann aber mal das kurz korrigieren. Ach, die Güterlok, die kleine Diesellok da mit den Engern, herrlich. So, dann komme ich unten durch. Hier machen wir es genauso. Lange Brücke drüber. Ganzen Signale. Achso, das ist halt kein Signal auf der Route. Aber da. Dann hier eine schöne lange Brücke drüber. Dann haben wir der Highspeed Bridge ausnahmsweise. Und da haben wir es. So, jetzt sind erstmal die zwei Inseln hier angekettelt und auch ein bisschen modernisiert, wenn man das so will. Das mit den Flugzeugen, das ist aber schon ein bisschen nervig hier. Ach so, der tügelt jetzt Ersatzteile hier auf das Ding. Das ist natürlich auch geil, dass das funktioniert. Hier, komm, du kannst gleich mal in den Hangar fahren, wenn du da schon mal bist. Oder willst du jetzt starten? Gut, dann muss er nochmal einen Landeanflug machen. Macht er auch. Und weiter. Tja, warum ersetzen sich die Flugzeuge da nicht? Das wäre mal eine Frage für ein einschlägiges Forum. So, jetzt kann man hier Zug fahren lassen. So, von hier. Der hält natürlich nur an den wichtigen Bahnhöfen. Obwohl, wenn er hier hält, kann er gleich hier runter weiterfahren und spart sich hier das Wenden. Und dann müsste man... Naja, ob das die Leute gut finden würden, wenn das so wäre. Ich nehme an, vermutlich nicht, aber ich mach's trotzdem. Zack. Hier an dem Flughafen kann er auch nochmal halten. In Bern. Na gut, in Bern und dann fährt er hier durch, hier rum. Und einmal die Rückrichtung. Das Ganze haben wir fünfmal raus. So, cool. Dann hätten wir doch hier mal die Strecke, zumindest die Insel jetzt hier untereinander angekettelt. Die kommen ja auch mal woanders hin, wenn sie das... Achso, man könnte natürlich den Flughafen auch noch ans Busnetz anbinden. Fällt mir da gerade ein. Achso, Warp Heilbad kann er ja gar nicht anhalten. Halt dahin. 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 So. Macht also einen Pendelbus zwischen den beiden. Auch wenn einer wahrscheinlich ein bisschen lau ist. Okay, genau. Noch ein paar raushauen hier. Drei Stück. Stellen das auf Automatisieren. Und dann passt das. So, genau, die kommen jetzt woanders hin. Zum Glück die Leute können jetzt auch mit dem Zug fahren, hier runter.
und hier haben wir es jetzt modernisiert, aber diese alten Züge, die hier fahren, die würde ich einfach mal lassen. Ostermundingen, Waldrand kriegt eine Aufwertung, weil da jetzt plötzlich Fernzüge halten. Ist überhaupt die Station dazu lang genug? 5 Kacheln. 1, 2, 3. Das könnte knapp werden. Aber es ist ja theoretisch auch kein Problem. Was haben die jetzt hier? 1, 2, 3, 4. Ne, doch, passt doch. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann das Komma 3 würde dann halt hier auf dem Dings stehen. Oder ich verlängere es trotzdem mal. Ich glaube, ich mache das trotzdem. Zur Sicherheit. Die anderen halte. Passt das da dann? Ich verlängere erstmal den jetzt hier. Das mache ich noch. Guck mal, wie praktisch, dass man hier Signale unter Brücken bauen kann. Das macht die ganze Sache etwas einfacher, Zwinker-Smiley. So, jetzt haben wir es verlängert. Jetzt sollte das aber eigentlich definitiv passen. Und die anderen Halter. 1, 2, 3, 4, 5, das passt. Warum ist eigentlich hier ein Land reserviert? Welche Bewandtnis hatte das? Weiß das noch jemand? Der sollte auch passen. Von der Länge her, hier hält er ja nicht. Und hier hinten, das passt auch. So, okay, gut. Bisschen was geschafft, bisschen was überzogen, gerade 5 Minuten, aber ist egal. Ich verabschiede mich dann auch mal hier von Warp Flughafen. Oh, so viele Postsäcke. Ich glaube, wir brauchen wirklich mal Postzüge. Vielleicht machen wir in der nächsten Aufnahme da ein bisschen was. Wir haben das Passagiernetz hier ganz schön ausgebaut. Bis hier hinter und hier rum. Und sowieso und überhaupt kann man jetzt hier fahren, wenn man das will. Ja, in der nächsten Aufnahme müsste man dann hier mal den Rest machen. Aber die kommt erst sonst wann, weil ich ja jetzt hier für 3 Wochen aufgenommen habe. Ja, das war's hier von Warp Flughafen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut, auf Wiedersehen und tschüss.